Alles voll. Ich brauche meinen Kaffee. Ich will laden. Ich will föhnen. Wir haben doch immer Strom. Dank der mobilen Stromversorgung von WCS. Der erste LKW ist weg. Da kommt der nächste. Hier. Mann, hier ist was los, wa? Das ist. Ja, so ist das halt, liebe Camper. Ne? Ja. Ja, schaut mal, was für ein Panzer. Was für ein Panzer. Mein lieber Mann, die sind dran. Wir sind jetzt einfach hier zwischengefuscht. Ne? Und boah, das ist ja unglaublich. Ne? Also hier steht ein neuer Karthago. Mein lieber Mann. Das ist schon, ja, gehört dazu, ne? Das ist, ja, Florian, ich sag mal, das gehört dazu, ne? Wenn du so Caravan-Fachwerkstatt, ne? Alles, Reifenwuchmaschine, Klimagerät, alles, du musst alles haben. Ich brauche noch mehr, ich muss alle Maschinen haben. Das muss alles hundertprozentig top sein. Ne? Wir arbeiten hier gut, ja, da ist noch, müssen wir noch nachlackieren, da hat die alte Säge gestanden, waren wir damals zu faul, das stört mich jetzt schon wieder, aber das werden wir heute noch klären. Ja, aber hier bringen wir mal ganz gesondert was zu. Wir hatten auch keinen Schlauch. Die Firma hat Lieferprobleme, fehlt noch ein Winkel. Ja, aber geht ja auch mit Heizungsschlauch, ne? Ja, gut, man muss ja irgendwas machen, ne? So, gleich nehmen die in Betrieb. Aber schaut euch das mal an, was für ein Ding, du. Ja, das ist, ich sag immer, der Mercedes unter den Sägen. Der Monteur sagt, nein, das ist der Porsche unter den Sägen. Ja, gut, das kostet wirklich mega, mega viel Geld. Aber das ist hoch, das ist eine absolute Profisäge. Ne? Die andere war gut, haben wir zwei Jahre. Sie ist gerade 2 Jahre alt. Haben wir lange mit gearbeitet. Und ja, jetzt wollen wir mehr. Ne? Jetzt sind wir da so ein bisschen süchtig nach hier nach Altendorf, weil die kann, das ist alles Vorritzer, alles automatisch frequenzgesteuerte Motoren. Die ist aber hier allein schon für eine Mimik drin ist hier. Ne? Also das ist schon, komm. Machen wir dann später mal in Ruhe, machen wir dann mal. Ich erkläre jetzt die Säge, weil ich habe so richtig Ahnung von sowas. Habe ich nämlich gar keine Ahnung von. Ja. Die Flügel? Schau mal, ja, das sind die Flügel, ne? Und hier sägen wir das Brett. War doch so, ne? Hol mal den Dirk dabei. Nein. Hol mal Dirk. Du hast doch keine Ahnung. Ja, komm, ich hol mal den Dirk. Wollten wir euch mal die Säge zeigen? Dirk, kannst du mal eben kommen, weil ich habe die Säge erklärt und das ist so richtig hochprofessionell. Lass mal den Scheiß da stehen. Philipp hat gesagt, hier kommen, hier sägen wir. Hier kommt doch das Brett rein, ne? Ja, genau. Sag ich doch. Nein. Hier, wo der Dirk happy ist, guck mal. Das hatten wir ja letztens in dem Phoenix gebastelt. Guck mal, das macht die mal eben. Das ist, glaub, zeig da mal das Programm. Ja, hier steht. Hier steht ein 5er BMW. Ja. Das ist anders. Ja, ganz oben war das. So. Ja, siehst du da? Ja. Und ja, kannst du alles mitmachen. Ne? Dirk ist schon ein Riesenmonster, ne? Und kostet ein Vermögen. Und für mich ist immer wichtig, ich lease nichts, habe ich ja mal in einem Video gesagt. Das ist meine Maschine. So einen Scheiß fange ich gar nicht an. Das ist unsere Säge. Und die alte geht jetzt auch demnächst raus. Aber Dirk, das ist schon genial, ne? Ja. Ja, hier mussten wir tricksen. Die Firma kann ich liefern. Da fehlen auch noch ein paar Teile. Aber die Rechnung war am anderen Tag da. Das war schon, ja, da ist der gute Heizungsschlauch. Ja, wenn kein Schlauch da ist, dann... Funktioniert? Ja, mit Isolierband. Geht nicht anders. Aber funktioniert ja, ne, Dirk? Die Absaugung von Altendorf ist nicht lieferbar. Die kommt, glaube ich, 4 Wochen später. Weil meine Säge verkaufe ich mit Absaugung. Ja? Und dann kommt das auch alles wieder weg. Aber ist schon, boah, Kinder, guck mal, was hier für ein Mercedes steht. Wir sind eine kleine Bude. Wir sind kein Reisemobilhersteller. Ne? Wir sind eine kleine Handwerksbude, die so ein paar Autos bauen. Ne? Und mehr nicht. Und das ist schon hier ganz schick. Ne? Das ist alles professionell und... Ist schon echt großes Kino, das Ding. So, liebe Camper,